Es gibt ja eine ganze Menge Programme, mit denen man Kalender erstellen kann. Und manche sind ja nicht unbedingt gerade einfach. Ich habe jedenfalls hier eins entdeckt von Rogasoft. Das erscheint mir sehr schlicht, sehr einfach und auch sehr gut durchdacht zu sein. Es funktioniert wie folgt. Es gibt hier oben zum Beispiel das Menü, nachdem man geöffnet hat, über Vorschau anpassen. Breite anpassen. Und schon haben wir sehr großzügig auf der linken Seite das, was wir eigentlich bearbeiten wollen. Wir fangen mal mit dem Kalendarium an. Ich kann beliebig jeden Monat auswählen. Januar, Februar und beliebig jedes Jahr. Ich kann beliebig die Farbe des Hintergrunds ändern, indem ich sage Farbe, Farbe ändern. Und so weiter und so weiter. Wir gehen mal der Einfachheit halber wieder zurück und sagen Farbe weiß. Kann natürlich auch sagen Farbe will ich nicht, will einen Farbverlauf haben. In dem Fall zum Beispiel rot zu gelb. Ich kann auch sagen nein, ich will ein Muster haben und suche mir aus dem Ordner Muster 1 aus. Oder ich könnte auch als Hintergrund ein eigenes Bild nehmen. Das lassen wir jetzt aber mal weg. Ich könnte zum Beispiel und kann auch zum Beispiel die Monatsnamen in der Farbe ändern. Rot. Ich kann zum Beispiel die Leiste der Wochentage, die jetzt hier braun ist, ändern. Ich kann die Sonn- und Feiertage ändern und so weiter und so weiter. Selbstverständlich kann ich auch die Schrift ändern. Selbstverständlich kann ich die Gitterlinien über vertikal reinnehmen oder rausnehmen oder auch deren Farbe ändern. Und ich kann natürlich auch zum Beispiel, was das Bild betrifft, einen Bilderrahmen ransetzen oder einen Bilderrahmen wegmachen. Und ich kann einen Verlauf, wie er jetzt hier gerade da ist, zum Beispiel in Schwarz, der natürlich auch zum Beispiel rot sein könnte, wegnehmen. Wie es uns beliebt. Gehe jetzt mal zurück auf den Januar. Fangen wir immer vorne an. Januar 2012. Was ich auch kann, ist, ich habe hier oben die Möglichkeit, über eigene Termine einzutragen. Zum Beispiel eigene Termin neu. Zweite, nehmen wir mal beispielsweise den 03. Wir sind ja hier gerade im Januar bei unserem Beispiel. 01. 12. Und der Anlass ist Klaus Geburtstag. Naja, der schreibt sich aber mit T. Klaus Geburtstag. Okay. Schließen. Und schon habe ich den Geburtstag von Klaus drin. Den kann ich selbstverständlich auch wieder farblich ändern und kann also sagen, nein, der Termin soll halt nicht grün sein, sondern der kann halt zum Beispiel von mir aus auch eigene Termine. Weil Klaus netter ist, kriegt der also einen blauen Termin. Und schon ist Klaus sein Geburtstag blau. So, was ich natürlich auch kann, ist, ich kann natürlich auch unter Einstellungen generell sagen, Feiertage im Kalender einfügen, zum Beispiel für Brandenburg, für Bremen oder, na, wir bleiben mal für Berlin. Okay, das war erstmal die Grundstruktur des Kalenders. So, jetzt kann ich entweder diesen Kalender, genauer gesagt dieses Kalenderblatt, dieses einzelne, in dem Fall also den Januar 2012, als Einzeldatei abspeichern, als PDF-Datei oder als JPEG-Datei. Oder aber, das würde ich über diesen Button hier oben tun, speichern. Speichere es also als Einzelbild wohlgemerkt ab. Ich spreche jetzt aber mal ab. Ich kann aber auch meinen Kalenderassistenten öffnen. Der erstellt mir jetzt mit der Grundstruktur des Kalenders, das heißt also den Feiertagen, den eingefügten
besonderen Tagen, dem entsprechenden Grundlayout, in unserem Falle also rot und gelb und blaue Schrift, einen Kalender für das komplette Jahr, in dem Fall 2012. Nun füge ich komplett im Stück die Bilder ein. Und so weiter und so weiter. Und ich kann jetzt zu den entsprechenden Bildern auch Unterschriften einfügen. In dem Fall wäre das also Berlin Tegel. Bestätigen. In dem Fall ist es Bukarest. Bestätigen. In dem Fall ist es Konstanza. Schreibt sich mit T. Und so weiter. Jetzt ist aber Folgendes zu beachten. Wenn ich das gemacht habe, speichere ich mir dieses als Projekt ab. Das heißt, das Projekt nenne ich jetzt mal Projekt Speichern unter, mein Kalender Speichern. Wenn ich jetzt das Grundlayout ändern will, das heißt also, ich sage jetzt, nee, also mir gefällt ja dieses Hintergrundraster nicht, schließe ich einfach, nachdem ich abgespeichert habe, meinen Assistenten und ändere im Hauptmenü auf der Hauptseite meinen Hintergrund. In dem Fall und sage, nee, ich will ja doch kein Muster, ich möchte beispielsweise einen Farbverlauf haben. Wenn ich jetzt den Kalenderassistenten wieder öffne, hat er automatisch diesen veränderte Hintergrundbild oder auch veränderte Daten für eigene Termine oder veränderte Daten für eben nicht Bundesland Berlin, sondern Bundesland Schleswig-Holstein oder was, übernommen, aber er hat nicht die vorher eingefügten Bilder mit seinen Unterschriften übernommen. Das tut das Programm erst, wenn ich jetzt sage, Projekt öffnen und öffne mein vorher abgespeichertes Projekt, mein Kalender. In dem Moment übernimmt er die gespeicherten Bilder und die Unterschriften. Nun brauche ich nichts weiter zu machen, als meinen Kalender vollständig fertig zu machen, indem ich auch noch die anderen Bilder einfüge. Mit Unterschriften versehe und sage, Projekt speichern. Speichere es nochmal vorsichtshalber ab, falls mir später noch einfällt, dass ich doch vielleicht nochmal den Hintergrund ändern will. Und kann dann auch sagen, über das grüne Häkchen Kalender exportieren, in dem Fall alle Seiten eine PDF-Datei erzeugen. Das wäre dann also der Fotokalender 2012 speichern. So, nachdem die PDF-Datei erstellt wurde, kommt große Freude auf. Fertig zum Ausdruck. Das war das erste Tutorial. Im zweiten werde ich euch ein paar Vorschläge machen, um mit möglichst einfachen Mitteln vom eigenen Drucker her den Kalender zu erstellen. Das heißt also unter Einsatz eines Perforationsrädchens und ein bisschen Graupappe und eines kleinen Aufhängers.